Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in der Böll-Stiftung zum Berliner Disput zum Thema Wie viel Erbe ist gerecht? Mein Name ist Dorothee Schulte-Baster. Ich bin Referentin für Sozialpolitik hier im Haus und habe die Ehre eines kurzen Vorworts. Keine Angst, das ist kurz. Die Hälfte, die Begrüßung habe ich schon hinter mir. Und die zweite Hälfte besteht darin, Sie kurz darauf hinzuweisen, dass wir das Thema Erbschaftssteuer nicht nur heute Abend hier verhandeln, sondern auch in der neuesten Publikation des Hauses, Freiräume für die Zukunft, Plädoyer für einen neuen Generationenvertrag. Die Publikation liegt draußen am Büchertisch ebenso wie Bücher der hier anwesenden Diskutantinnen und Diskutanten. Ja, und dann bin ich eigentlich schon durch und übergebe an Frau Weidenfeld für die Moderation des Abends. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Schulte-Baster, für die Einführung und für den Hinweis auf die weiterführende Lektüre, die Sie sich auf keinen Fall ersparen sollten. Beide Publikationen sind es wert, dass man reinschaut. Ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an. Frau Friedrich, Herr Hüter, wenn Sie sich schon mal platzieren wollen, kann ich Sie vorstellen. Julia Friedrich ist die Journalistin hier in Berlin, hat zuletzt ein Buch geschrieben, was Sie eben, wie schon angekündigt, da draußen auch angucken können. Das heißt, Wir erben, und der Untertitel heißt, Was Geld mit Menschen macht. Und Michael Hüter ist Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ein Institut, bei dem man normalerweise heute nicht mehr sagt, dass es arbeitgebernah ist, aber in diesem Fall auch, um vielleicht heute nochmal die Diskussion in Ihren beiden Positionen schon mit der Einführung zu skizzieren, sage ich es dann doch. Also das Institut der Deutschen Wirtschaft wird finanziert von den Arbeitgeberverbänden und ist wissenschaftlich frei, aber hat natürlich Themen, für die es sich besonders interessiert. Ich heiße Ursula Weidenfeld, bin Wirtschaftsjournalistin hier in Berlin. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Diskussion, wir haben uns so ungefähr anderthalb Stunden vorgenommen, also gegen 20 vor 9 sollten Sie hier auch sich wieder verabschieden können. Danach gibt es einen kleinen Umtrunk und eine Butterbrezel mit guter Butter, wie Frau Sch- ja. Die Erbstiftung ist. nee, mit. Also hier wurde mit versprochen. Also ja, also wir werden das kontrollieren. Also wir haben uns ungefähr anderthalb Stunden vorgenommen. Wir fangen an zunächst mal mit 2, 3, 4 Runden hier zwischen den beiden. Würden Sie dann auch sehr einladen, sich dann an der Diskussion zu beteiligen, und sind dann in ungefähr 3 Themenbereichen unterwegs. Das eine ist natürlich die Erbschaftssteuer, aber wir wollen ja nicht nur über Steuern reden, sondern wir wollen auch über die Frage reden, die Frau Friedrich sehr beschäftigt hat. Was macht Geld mit Menschen? Was macht Generationen möglicherweise irgendwann auch unnötig heterogen? Und das dritte Thema ist dann das, was in der Broschüre der Böll-Stiftung auch als ein Motiv immer angesprochen wird für eine höhere Erbschaft und Vermögen oder überhaupt wieder eine Vermögensteuer. Da geht es um die Frage, wo der Staat das Geld herbekommen soll, das er braucht, um seine Zukunftsaufgaben zu erledigen. Wir fangen an. Und Frau Friedrich, wenn Sie möchten, fangen Sie doch an und erklären Sie uns, warum eine höhere Erbschaftssteuer oder überhaupt eine breitere Erbschaftssteuer, das wäre, was wir brauchen, um eine gerechtere Gesellschaft zu werden. Ich bin Journalistin und Reporterin, das heißt, ich beschreibe, und ich bin keine Politikerin und stelle keine Steuerforderungen, das vorab. Mein Befund bei der ganzen Recherche, die 2 Jahre gedauert hat, unter Erben, aber auch in den Studien, die es dazu gibt, war, dass wir in Deutschland eine extreme Vermögensungleichheit haben, die durch Erbschaften zementiert wird. Ich glaube, wir lügen uns da ziemlich was in die Tasche als Land. Wir fühlen uns gleicher, was die Vermögen angeht, als wir sind. Bei Einkommen steuern wir da ganz viel dagegen. Da macht der Staat durch Steuern die Unterschiede durch die progressive Einkommenssteuer einigermaßen wieder wett oder lindert sie. Bei Vermögen tun wir das nicht. Und ich glaube, da im Moment so viel vererbt wird wie noch nie, weil wir 60 Jahre Wohlstand und Frieden hatten und vor allem im Westteil des Landes enorme Privatvermögen aufgebaut wurden, die jetzt weitergegeben werden,
Man schätzt, dass es ungefähr 250 Milliarden momentan pro Jahr sind. Glaube ich eben, dass diese Art des Umgangs mit Erbschaften, die in Deutschland quasi nicht besteuert werden, dass das was an der finanziellen Architektur unseres Landes macht, was ich ungut finde. Also was ich denn? Glaube, wir... Ja, ich glaube, die Abstände zwischen den, also die Vermögensabstände sind sehr, sehr groß. Das ist das eine Problem. Und das zweite, was ich eben noch problematischer finde, ist immer dann, wenn diese Vermögen nicht selbst erarbeitet wurden im Laufe eines Lebens, sondern weitergegeben werden. Das heißt, wenn wir quasi dynastische Verhältnisse da haben und das eingemauert ist, zementiert ist, das finde ich eben, dass das zu einer recht starren, vermögensungleichen Gesellschaft führt. Und da wäre eine Erbschaftssteuer ein Instrument, um dem entgegenzuwirken. Das, wenn Sie sagen, das derzeitige Regime mit der Erbschaftssteuer führt zu einer extrem ungleichen Gesellschaft, warum ist es schlimm, in einer Gesellschaft zu leben, die sich ihrer Unterschiede bewusst ist? Also nach dem, was man aus Ländervergleichen weiß, ist es so, dass Gesellschaften, die über eine sehr große Ungleichheit verfügen, zu Instabilität neigen können. Das heißt, es gibt da Ländervergleiche, wo rauskommt, die Menschen sind unzufriedener mit dem politischen System. Es gibt Demokratieverdrossenheit. Es gibt Menschen, die sich abgehängt fühlen auf Dauer. Wenn klar ist, die Abstände sind so groß, also im Moment schätzt man ja, dass 1% der Erben etwa ein Drittel des Vermögens erbt. Das heißt, wir reden da ja wirklich über gewaltige Abstände. Ja, glaube ich schon, dass das Gefühl der Leute, dass quasi man in einer Leistungsgesellschaft lebt, wo jeder die Position sich selbst erkämpft, erarbeitet hat und jeder hat auch ähnliche Chancen, dass halt diese ganzen Grundeinnahmen da sehr offensichtlich mit Füßen getreten werden. Und das Zweite, was ich glaube, warum diese Ungleichheit gerade bei Vermögen schlecht ist, ist das, was ich gerade schon mal andeutete, dass es zu einer sehr starren und sehr zementierten Gesellschaft führen kann. Also mein Ideal wäre tatsächlich da, das von Ludwig Erhard, der sozialen Marktwirtschaft, wo man sagt, jeder muss aus eigener Kraft sich das wieder erarbeiten können, dass er auf einen bestimmten Status kommt. Ich glaube, dass das in einer Gesellschaft, wo Vermögen sehr stark konzentriert und gebündelt ist, mit den ganzen Steuerausgestaltungen, die wir haben, dazu kommen wir ja noch später, tatsächlich schwieriger geworden ist. Und deshalb finde ich es problematisch. Herr Hüther, würden Sie die Analyse von Frau Friedrichs teilen, dass wir erstens immer ungleicher werden, dass zweitens mit dieser Ungleichheit die Durchlässigkeit einer Gesellschaft, also die Fähigkeit, Leistung zu erkennen, zu belohnen und die Klügsten, die Schnellsten, die Besten auch möglichst weit nach oben zu befördern, leidet? Also, wir haben ja für diese Frage ein empirisches Problem. Wir können als Ökonom mit den Daten vergleichsweise viel sagen zur Einkommensverteilung. Wir können relativ wenig sagen zur Vermögensverteilung. Das weil wir keine Vermögenssteuer haben. Weil wir da keine statistische Erhebung haben. So, fangen wir mal mit dem einen Teil vielleicht an, weil das, ja, glaube ich, einer Meinung, die Einkommensverteilung, was im Laufe des Jahres entstanden ist, was über Markteinkommen entstanden ist und was verteilt wird am Ende, also die Haushalts-, die verfügbaren Einkommen betrachtet, dann haben wir in Deutschland ja so Phasen. Wir haben von etwa 97 an bis 2005 einen deutlichen Anstieg der Ungleichverteilung gehabt. Man merkt also an diesem Gini-Koeffizienten, gemessen, da haben Sie viele Unterlegungen dazu. Da ist der Niedriglohnsektor von 17 auf 23% angestiegen. Vielleicht erkläre ich mal gerade, was der Gini-Koeffizient ist, weil der ja genau, heute Sie Abend haben, noch ja auch eine Rolle spielen ja. wird. Der misst die Unterschiedlichkeit. Also ein Gini-Koeffizient, der bei 0 wäre, würde sagen, alle haben dasselbe. Und einer, der bei 1 ist, sagt, Extreme einer hat alles. Also die beiden Extreme sind 0 und 1. Und wenn man... Wenn wir unsere Ungleichheit messen und die Unterschiede messen, dann sind immer nur ganz minimale Bewegungen. Wir sind bei 0,28, also auf dieser Skala bis 1 der Größenordnung. Und das Spannende, also man kann einen Zusammenhang herstellen, jetzt einfach mal den Befund kurz zu skizzieren, also zu dem, was an Arbeitsmarktintegration möglich war. Sie wissen alle, 97 bis Mitte der 2000er Jahre, war es am Arbeitsmarkt gekennzeichnet durch eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit. Es bewegte sich überhaupt nicht. So ab 2005 stellen wir an vielen
Studien stellen fest, wenn Sie alle Quoten anschauen, seitdem die Jugendarbeitslosigkeit mehr als halbiert, die Arbeitslosigkeit zurückgeführt, das Arbeitsvolumen ist auch wieder angestiegen, also es ist nicht die Zeit reduziert worden, sondern es sind mehr Menschen in Arbeit und die Arbeitszeit ist auch angestiegen. Und für 2005 bis 2012, das zeigen unsere Daten, das zeigen die Daten vom DIW, aber das ist doch die gleiche Basis, die SÖP-Daten, das sind diese Panel-Daten, die jährlich durch Haushaltsbefragungen erhoben werden, wo die man auch repräsentativ hochrechnen kann, hat sich der Gini-Koeffizient stabilisiert und zum Teil auch entspannt. Das war eine Phase, wo also über Beschäftigungsintegration das Thema sich entspannt hat. Meine Frage ist mal, wenn man versucht, den Connex herzustellen zur Vermögensverteilung, dann könnte man ja indirekt fragen, ob die, wenn die Vermögensverteilung so ungleich ist und sich dauerhaft auch verfestigt, müsste das ja eigentlich irgendwann auch wieder in der Einkommensverteilung ankommen, weil ein Vermögen, das ich mir nur angucke, von dem habe ich ja eigentlich nichts. Also ein Vermögen, das dann auch Erträge abwirft. Und diese Erträge würden sich ja entsprechend auch ungleich verteilen. Und da stellt man ja ganz Erstaunliches fest, wenn man so ein paar Kreuztabellierungen macht, es gibt auch überdurchschnittlich Vermögende, die auf der Einkommensseite als arm erscheinen, die natürlich keinen Hartz-IV-Satz bekommen, weil sie Ressourcen im Hintergrund haben. Aber wenn sie einfach, es ist halt nicht so ganz einfach abzuleiten. Wir würden, glaube ich, die Frage, warum das so ist und ob man und wo man gegensteuern muss, würden wir gleich mit Ihnen auch gerne diskutieren. Aber jetzt erstmal hätte ich gerne, dass die beiden hier untereinander streiten. So, und von dem Befund, deswegen, ich habe nicht sehr viel in der Hand an Daten, was die Vermögensverteilung angeht. Auch wenn ich mir die Piketty-Daten anschaue, sagt er ja selbst, das ist ja ganz interessant in seinem Buch, dass seine Analysen sich im Wesentlichen auf den angelsächsischen Raum beziehen, für Deutschland, für den sogenannten rheinischen Kapitalismus, den er auch so benennt, dass nicht die Bedeutung hat, das obere Zehntel oder das obere Dezil oder die obere 1%, jetzt Einkommensverteilungsbezug, ist relativ robust in Deutschland. Also auch er bildet das an der Stelle ab. Was wir dann feststellen, dass das zweite Stichwort Aufstiegs- und Abstiegsmobilität, die hat seit 2005 noch nicht wieder in dem gleichen Maße zugelegt oder hat sich nicht vereinfacht. Wir haben zwar eine ziemliche Robustheit in der Mitte, was das normale Arbeitsverhältnis angeht. Wenn man so anschaut über 5-Jahres-Vergleiche, wo sind die Leute nach 5 Jahren? Also wenn sie in dem einen Jahr gering qualifiziert, Teilzeit, nicht sozialversicherungspflichtig, wo sind die dann? Oder wo sind die in dem ersten Jahr Normalarbeitsverhältnis, Vollzeit, unbefristet, sozialversicherungspflichtig? Da sieht man, der Anteil bleibt relativ stabil, aber das an den Rändern ist das Durchdringen in die nächsten Stufen, das ist nicht mehr so leicht, wie wir das so aus den, auch aus den nicht nivellierenden Mittelstandsgesellschaft aus den 50er, 60er Jahren so kennen. So, wenn Sie dann jetzt fragen, was gehört für mich steuersystematisch dazu, ich bin schon der Meinung, dass zu dem gesamten Steuersystem auch eine wirksame Erbschaftssteuer dazugehört. Haben wir jetzt eine, wenn Frau Friedrich sagt, wir haben 250 Milliarden ungefähr, die im Jahr vererbt werden. Wir haben eine Erbschaftssteuer, die immer um die 5 Milliarden pendelt, das sind 2%. Und auch eigentlich in 5 Bundesländern im Wesentlichen auftaucht. Kommt doch interessanterweise hinzu, ja. Mehrwertsteuer liegt deutlich drüber, also jeder, es gibt keinen Steuersatz, der bei 2% liegt. Ich glaube, außer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwie irgendein Hebesatz auf irgendwas liegt bei 2%. Aber ist das gerecht? Ist es gerecht, dass man die Erben, also diejenigen, die, wie Frau Friedrich sagt, was bekommen, ohne dass sie überhaupt einen Finger dafür rühren, mit dem niedrigsten Steuersatz belohnt, den es gibt, außer den auf Bildungsgüter, der liegt bei 0? Ja, was man dann sagen kann, das ist eine persönliche Meinung. Es gibt hier kein richtig oder falsch, weil es konfligieren verschiedene Prinzipien miteinander. Sie können sagen, wir haben eine Generationengerechtigkeit und interessanterweise wird ich würde Sie gerne auf das Wort wirksam festlegen, was Sie eben benutzt haben. Ja, Moment, ich wollte nur einsortieren, weil Wirksamkeit muss ich ja messen an dem, was sozusagen gewollt sein könnte. Und das eine Prinzip ist, sage, dass es in einer Familie weitergegeben wird, ist zunächst einmal Ausdruck der Verantwortung der Generationen füreinander. Das findet in vielen Dimensionen statt, weiß Gott, nicht nur in Form von Geld, in Vermittlung von Bildung, in Vermittlung von Haltung, in Vermittlung von kulturellen Perspektiven. Aber das ist das eine. Das andere ist, und das hat Frau Friedrich ja völlig zu Recht auch angedeutet, aus der Sicht des Erben ist es leistungsloses Einkommen. Es ist ein Einkommenszufluss und würde man aus der Einkommensteuerlogik betrachten, würde man sagen, wir haben da letztlich auch einen Zufluss von Leistungsfähigkeit. Und dann ist der zu besteuern. So, die Frage ist jetzt, wie bringe ich diese beiden zum Ausgleich? Ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, ob der Steuersatz X oder so sein soll. Mein Eindruck ist eher, dass die Struktur der Steuer nicht stimmt. Wir haben extreme Freibeträge im ganz engen Bereich. Dort, wo man auch sagen kann, von den Eltern zu den Kindern oder zum Ehepartner, dass fast
im Grunde nicht, also die Steuer nicht greift. Außer bei ganz großen Vermögen, Privatvermögen. Ich kann mich erinnern, ich war ja mal beim Arbeitskreis Steuerschätzung und wir konnten genau sehen, wir wussten, als wann die Tono Taxis, als der verstorben war, wann der Erbfall versteuert wurde. Das war etwa 2 Jahre später. Dann ist in Bayern die Erbschaftssteuer hochgegangen. Das war ein Einmaleffekt. Also Sie sehen solche großen Erbschaften dann schon, da wird da auch zugegriffen. Aber wir stellen im Grunde den Teil besonders frei, wo man von der Sozialverpflichtung des Eigentums nicht so zwingend sprechen kann, wenn ich sage, eher einem investiven Vermögen, das vererbt wird. Ob das jetzt, ich sage es mal ganz neutral, in einem Familienunternehmen steckt oder in einem Produktivvermögen an anderer Stelle, das ist erstmal was anderes. Aber wenn ich das beziehe auf dieses Kriterium, finde ich, wir steuern dort eher immer noch zu oder wir sehen, wie schwierig es ist, das anders zu regeln, aber bei der Familie machen wir es ganz frei. Ja, also wenn es wirklich leistungsloses Einkommen ist, dann müsste man überlegen, ob nicht diese extremen Freibeträge, die auch angehoben worden sind, früher 360.000, und das ist für mich aus der Sicht der, wenn ich Wirksamkeit, jetzt mit Blick auf Ihre Frage, würde ich eher sagen, greift die Steuer an der richtigen Stelle zu. Frau Friedrich, ich würde gerne noch mal eine Runde eher so im Grundsätzlichen bleiben, bevor wir dann in die Details gehen. Herr Hüther hat gesagt, wir vererben ganz viel, also wir vererben Bildung, wir vererben Status, wir vererben ja auch Dinge, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben, nämlich Gene oder was auch immer. Das stellt niemand in Frage. Und Geld ist aber doch eigentlich auch nur eine verabredete Ausdrucksform für Leistungsfähigkeit, eine standardisierte, verabredete Ausdrucksform für Leistungsfähigkeit. Warum ist Geld, und das beschreiben Sie in Ihrem Buch ja sehr eindrücklich, wie Sie, also Frau Friedrich beschreibt in Ihrem Buch, wie Sie mit Ihren Freunden studiert, an der Uni ist und dann auf irgendwann eines Tages stellt man fest, die einen entwickeln sich anders als die anderen. Die einen wohnen auf einmal in einer anderen Wohngegend, die fahren ein anderes Auto, die benehmen sich anders, die sind verdruckst, schreiben sie. Also es redet auch keiner gerne drüber. Aber warum ist es uns bei Geld, oder so schreiben Sie, warum ist es bei Geld so ein kleines bisschen peinlich und man sagt es nicht, aber genießt es schon oder nimmt es schon mit? Bei allen anderen Sachen stellt man es eigentlich nicht in Frage. Ja, ich bekomme sehr, sehr viele Briefe auf das Buch, wo Leute genau das schreiben. Wollen sie auch Schönheit besteuern? Wollen sie auch Klugheit besteuern? Wollen sie auch besteuern, dass einer schnell rennen kann und einer nicht schnell rennen kann? Nein, kann man nicht besteuern, soll man auch nicht. Und gerade das wissen wir ja alle, das macht ja eine Gesellschaft gerade interessant, dass Menschen unterschiedlich sind und dass Menschen andere Talente haben, anders aussehen, andere Dinge schön finden. Und mein Buch endet auch damit, mit einem französischen Chanson von Benjamin Biolay, der halt beschreibt, was man in seinen Kindern sieht. Ist es die Liebe zu verregneten Abenden? Ist es der Sprung ins kalte Wasser? Ist es das Gefühl, die Welt entdecken zu wollen oder eben der Hang, festen Boden unter den Füßen haben zu wollen? Ich fände ein Land spannend, in dem man sich über solche Dinge unterhält, ob die Eltern das weitergegeben haben. Ich finde ein Land tendenziell eher langweilig, in dem die Erbschaft sich vor allem eben über diesen Besitz definiert. Und das ist eben das, was menschengemacht ist. Also wie Geld verteilt ist, wie Geld aufgeteilt ist, das ist das, was wir als Gesellschaft gemeinsam entscheiden. Und das ist ja auch das, wo wir ein bestimmtes Bild von Gesellschaft transportieren. Sagen wir es und mal andersrum, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Kinder in aufwendige Theateraufführungen einmal im Monat auszuführen. Und Sie geben das Geld aus, um eben diese Erlebnisse, die Sie beschreiben, wo Sie nichts dagegen haben, dass die vererbt werden und dass es das ist, an was man sich erinnert, um die herzustellen. Also Sie treiben wahnsinnig auch finanziellen Aufwand dafür. Das schmälert am Ende das finanzielle Erbe. Aber letztlich macht es doch eigentlich keinen Unterschied. Es ist doch, mal abgesehen davon, dass Sie das als Bildungsbürgerin höher wertschätzen und vielleicht auch wichtiger finden, aber eigentlich unterm Strich würde man doch sagen, das ist doch gar nichts anderes. Nee, das finde ich eben nicht, weil also
ich finde es schwierig, da, also natürlich muss man aufpassen, dass alle dieselben Chancen haben. Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, dass alle Kinder möglichst viele Zugänge zu allem, zu diesen Theateraufführungen bekommen und die nicht vom Geld der Eltern abhängen, sondern vielleicht hoffentlich irgendwann von persönlichen Talenten und persönlichen Interessen und persönlichen Neigungen. Also das wäre, wenn wir hier von idealen Leben reden, mein Idealfall, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass jeder die Möglichkeiten findet, seinen Neigungen und seinen Interessen und Fähigkeiten gemäß sich zu entwickeln und das auszuleben. Und ich glaube, dafür kann man Rahmenbedingungen, muss man Rahmenbedingungen schaffen. Und da kommen wir auch später noch dazu, ob da vielleicht eine Besteuerung von Erbschaften, wie es in der Broschüre vorgeschlagen wird, eine Möglichkeit sein kann, dass man mit dem Geld aus Erbschaftssteuern die Chancen für alle mehrt. Trotzdem finde ich, dass die Vererbung von Vermögen was komplett anderes ist, weil, das wollte ich ja eben ausführen, wir da als Gesellschaft, als Gemeinschaft entscheiden, wo wir Anreize setzen und wo wir quasi strafen. Und ganz plump gesagt besteuern wir Arbeit sehr, sehr hoch und strafen quasi, dass jemand aus eigenem Antrieb heraus versucht, sein Leben zu bestreiten, eigene Ideen, eigene Talente umzusetzen. Und das leistungslose Einkommen der Erbschaft, das privilegieren wir sehr, sehr stark. Da sagen wir, das ist so schützenswert, dass der Staat da nicht über Steuern, wie er es sonst an allen möglichen Stellen tut, zugreifen will. Und das finde ich eine falsche Schwerpunktsetzung, weil ich finde, da belohnen wir dieses dynastische Prinzip und wir bestrafen das liberale Prinzip, wo wir sagen, jede Generation soll wieder aus sich heraus nach Ideen suchen und nach Ideen schöpfen. Und ich finde auch, wie Herr Hüther, dass es ein Ausgleich ist zwischen dem, was natürlich jede Familie tut, weitergeben über sich selbst hinaus, was erhalten wollen, und der Möglichkeit, die jede Generation wieder für sich neu finden muss. Und ich finde aber, dass wir die Schwerpunkte da massiv falsch setzen zugunsten des Weitergebens, des Dynastischen. Hätten Sie keine Angst, dass Menschen, wenn sie wissen, dass das Erbe hoch besteuert wird, dass sie es dann nochmal so richtig krachen lassen, also dass sie eigentlich in einer Gesellschaft möglicherweise ja das Wort reden, wo die Leute zwischen 50 und 80 anfangen, wirklich extrem materialistisch, hedonistisch zu leben, eben einfach nur, um dafür zu sorgen, dass sie das meiste von ihrem Geld tatsächlich dann auch mitnehmen, zumal eben in einer Gesellschaft, in der ja immer weniger Leute tatsächlich auch Kinder haben. Das heißt, dann würde mich doch nichts mehr davon abhalten, das Unternehmen zu zerschlagen, meine Wohnung, die ich gebaut habe, zu verkaufen und zuerst mal das wirklich krachen zu lassen. Also es gibt Untersuchungen dazu, die das überhaupt nicht nahelegen, die schon sehr deutlich sagen, der Mensch tickt nicht so. Der Mensch sagt nicht, okay, 40% Erbschaftssteuer, dann haue ich es raus, wenn meine Kinder das nicht bekommen. Was man sieht in Ländern, in denen es eine hohe Erbschaftssteuer gibt, dass Menschen eher einen Großteil ihres Vermögens am Lebensende spenden oder stiften, also sich vielleicht überlegen, bevor es der Staat nimmt, überlege ich selber, wem ich es gebe. Das kann durchaus ein Effekt sein, dass man dann plötzlich anfängt, es sinnlos auf den Kopf zu hauen. Das entspricht nach allem, was ich weiß, nach den Erbschaftsstudien, die ich gesehen habe, absolut. Dafür gibt es einfach keine Anhaltspunkte. Und da wird auch immer gesagt, und ich glaube, das ist auch richtig, man weiß auch nicht, wann man stirbt. Also in der Regel weiß man nicht, selbst wenn man das statistische Alter erreicht, sagt man ja nicht, okay, in einem halben Jahr ist hier Schluss, in dem halben Jahr verbrate ich jetzt alles, was mir bleibt. Und das glaube ich, dass das ein sehr komisches Menschenbild ist, was aber bei der Frage immer wieder ausgerufen wird. Hüther, die Wirtschaftswissenschaftler und auch die liberalen Wirtschaftswissenschaftler haben ja alle kein geschlossenes Weltbild, was die Erbschaftssteuer betrifft. Also wir haben da von 0 Erbschaftssteuer bis 100% Erbschaftssteuer in allen Ecken, in jedem Lager, jede Position. In der deutschen Politik ist es aber ja anders. Da sagt man eben, also gibt es auch die unterschiedlichen Lager, was die Erbschaftssteuer betrifft, aber man sagt immer, die einzigen, die man wirklich ausnehmen sollen, das haben Sie ja eben auch gesagt, das sind die, die ihr Vermögen investiv verwenden, also die kleinen und mittleren Unternehmer, die Familienunternehmer werden immer sehr gelobt, weil sie mit ihrem Vermögen was super Sinnvolles tun. Ist das richtig? Naja, ist das richtig? Ich meine, solche Wertungen orientieren sich ja an dem Befund. Wenn Sie sich mal anschauen,
dass ja sonst immer ganz unabhängig jetzt auch davon gesagt wird, der hohe Anteil der Familienunternehmen, der hohe Anteil auch lang über 200 Jahre, 225 Jahre existierender Unternehmen ist Teil einer stabileren ökonomisch und letztlich auch gesellschaftlichen Struktur als in anderen Ökonomien. Dann fragt man ja, wie hat das damit zu tun? Wenn Sie sich USA anschauen, Sie hatten vorhin ein bisschen darauf hingedeutet, da ist es ja wirklich so, da wird am Ende möglicherweise dieses Erbe ganz woanders hingegeben, man gibt es eine Stiftung, man löst es auch auf, man ist auch bereit, ein Unternehmen aufzugeben. Also ich werde das nie vergessen, weil als junger Mitarbeiter im Sachverständigen mal in den USA zu einem Besuchsprogramm und dann war ich mit einem zusammen, der zwar aus Deutschland kam, aber dort so Existenzgründer. Der sagte mir, der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner sei der folgende, beide würden ein Unternehmen gründen. Der Amerikaner sagt aber, wenn er gefragt wird, in 20 Jahren willst du sein, dann ist es verkauft, ich habe ein riesen Geld gemacht und damit lebe ich gut. Der Deutsche sagt, in 20 Jahren habe ich kein Fremdkapital mehr drin und außen steht der Name dran. So, und ich glaube einfach... Aber was ist die erfolgreichere Volkswirtschaft? Ist doch die amerikanische. Schauen sich die Studie Making in America vom MIT an, vom November 2013. Die Amerikaner sind der Frage nachgegangen, was ist die Perspektive industrieller Wertschöpfung im 21. Jahrhundert, Digitalökonomie und Co. Und was die gemacht haben, die haben sich USA angeschaut, die haben sich China angeschaut, die haben sich Deutschland angeschaut und haben auch beispielsweise Leibinger Trumpf, Familienunternehmen, nicht gerade klein, aber kann man auch schon nicht mehr von Mittelstand wirklich reden, aber in der Nische Marktführer, ganz hervorragend im Maschinenbau, die heute dann umfassend auch schon in der, wie wir das in der Industrie 4.0 unterwegs sind. Und die haben festgestellt, das Innovationsmodell in Deutschland, in deutschen Ökonomie ist so, dass das ständige Neuerfinden in bestehenden Unternehmen stattfindet. Das Neuerfinden in den USA findet durch neue Unternehmen statt. Also der disruptive Bruch findet außen statt und der findet bei uns so statt. Wenn das so ist, ich sage gar nicht, dass das gut oder schlecht ist. Nur ich muss, das ist sozusagen der Historiker in mir, dessen Herz ja bei mir auch schlägt, dann muss ich diese Fahrtabhängigkeiten ernst nehmen. So deute ich, was Sie sagen, dass im Grunde alle, selbst bis zu den Linken, ja im Grunde sagen, also Erbschaftssteuer, die Reichen erben, stärker besteuern, da kann man ja viele Argumente für finden, oder die Freibeträge reduzieren, die 10-Jahres-Frist, nach der man nochmal, also wenn man Schenkung und Erbschaft zusammennimmt, das alles anders zu gewichten. Aber es gibt bei jedem in unterschiedlichen Intensitäten eine Bereitschaft, bei jedem politischen Lager, das spiegelt so die ökonomische Debatte, dort, wo dieses deutsche Unternehmensmodell aufscheint, das nicht durch einen Zugriff der Erbschaftssteuer in Frage zu stellen. So deute ich das. Deswegen ist es ja wirklich erstaunlich. Es gibt eigentlich letztlich nur immer Fragen, wie macht man es? Also mache ich es über ein Stundungsmodell mit einem niedrigen Steuersatz? Mache ich das mit diesen sehr komplizierten, jetzt durch das Verfassungsgericht ja nicht gerade einfacher in der Umsetzung werdenden Regelungen der Verschonung? Wann ist die Grenze? Ab wann ist das 3 Mitarbeiter, 5 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, ab die ich generell rausnehmen kann? Aber die Idee, glaube ich, die muss man einfach verstehen. Und insofern, auch hier, es ist nicht weder besser oder schlechter als in den USA, nur man reagiert auf diese Realität. Frau Friedrich, Sie beschreiben in Ihrem Buch im Wesentlichen junge Leute, die Geld erben. Sie beschreiben weniger Leute, die ein Unternehmen erben. Nein, das stimmt nicht. Also, ja. Aber so, sagen wir mal, die Schlüsse, die Sie ziehen, sind im Wesentlichen die, wo Sie sagen, also es gibt auch junge Leute, die ein Unternehmen erben, genau, die sich aber verpflichtet fühlen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun wollten unbedingt. Meine Frage zielt ein bisschen in die Richtung, würden Sie auch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Übergang von Geld und dem Übergang von, Herr Hüter würde es pathetisch wahrscheinlich sagen, dem Übergang von Verantwortung, oder Trumpf-Leibinger, die würden sagen, es ist kein Geld, was übergeht, sondern es sind nicht die Milliarden, sondern es ist Verantwortung, die wir übernehmen. Einen Unterschied würde ich da schon sehen, aber ich würde den absolut nicht so groß sehen, wie er jetzt gemacht wird und wie er auch in der Politik gemacht wird. Es ist ja wirklich eine irrwitzige Situation, dass die einzigen, die da eine klare Kontraposition beziehen, im Prinzip die Richter des Bundesverfassungsgerichts sind, die das auch immer und immer wieder machen. Ich war bei der Verhandlung, die wirklich sehr, sehr deutliche Worte gefunden haben, und da fand ich 2 Sachen sehr bedenkenswert, die einmal gesagt haben, dieses Familienunternehmen, was in der Diskussion immer existiert, das ist auch auf eine Art so ein deutscher Mythos, weil die Familienunternehmen, die heute teilweise vererbt werden, die haben mit dem, wie wir uns alle Familienunternehmen vorstellen, überhaupt gar nichts zu tun, sondern das sind große konzernartige Unternehmensstrukturen mit teilweise 70, 80, 90
Unternehmungen und da geht es auch nicht darum, dass das Kind dann da als Chef sitzt und dann mit den 5 Mitarbeitern irgendwie nicht zusammen das weiterführt. Ich glaube, das ist ja das Bild, was wir haben. So ist es aber in den Fällen des vererbten Unternehmens, der vererbten Unternehmen nicht. Und warum wir solche Unternehmensstrukturen steuerfrei stellen, wo dann die Erben oftmals einfach Gesellschafter sind oder Poolaktionäre, Anteilseigner, das verstehe ich überhaupt nicht, warum wir das in so einem wahnsinnigen Ausmaß privilegieren und sagen, also da erschließt sich mir auch nicht, was da der große Unterschied dazu ist, ob jemand normal Aktienpakete oder so erbt. Also das verstehe ich überhaupt gar nicht. Und der zweite Mythos, mit dem da vom Verfassungsgericht aufgeräumt wurde von den Richtern, ist, indem sie die Bundesregierung sehr hart befragt haben, wenn sie diese Privilegierung machen, dann nennen sie uns doch bitte Beispiele, wo vor 2009, als das die Besteuerung von Unternehmen geändert wurde, gab es ja eine Besteuerung im Erbfall auch bei Unternehmen. Nennen Sie uns Beispiele, dass da ein Unternehmen durch eine Erbschaftssteuer ins Schlingern gekommen ist, Probleme bekommen hat, pleite gegangen ist. Solche Beispiele gibt es nicht. Und ich habe da auch mit Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, wenn ein Unternehmen es nicht schafft, also es gibt ja wenige Unternehmer, die da auch eine andere Haltung haben und die sagen, wenn ein Unternehmen es nicht schafft, sich darauf vorzubereiten, auf diesen Übergang und eine Erbschaftssteuer, die gestundet wird über 20, über 25 Jahre, wenn ein Unternehmen sagt, wenn wir das zahlen müssen, dann gehen wir pleite, ist halt die Frage, ob es ein marktfähiges Unternehmen ist und ob man da nicht einen Prozess einfach unnötig in die Länge zieht. Was ich auch bei der Recherche festgestellt habe, ist, dass es häufig ja bei den Unternehmensnachfolgen inzwischen einfach auch Schwierigkeiten gibt mit den Kindern, also mit denen, die das Unternehmen übernehmen sollen. Es gibt eine große Studie der Universität St. Gallen, die Kinder von Unternehmern befragt haben, wollt ihr ins Unternehmen, wollt ihr das selber weiterführen? Und da haben für Deutschland ein sehr kleiner Prozentsatz, 13%, gesagt, ja, das wollen wir. Die anderen haben gesagt, nee, wir sehen uns da nicht. Wir sehen uns eigentlich in unserem eigenen Leben. Und ich finde, da merkt man, dass sich ja dieses individualistische, freiheitliche Prinzip, was wir in diesem Land, was sich als modernes Land fühlt, leben und denken, dass wir eben sagen, die Zeiten der Sohn des Schusters muss Schuster werden, die sind vorbei. Bei dem Punkt fallen wir da plötzlich wieder zurück. Da sind wir quasi bei den Buddenbrocks, wo wir sagen, du bist Glied einer Kette und es geht immer weiter. Und das finde ich schon sehr, sehr komisch. Ich finde, das Komische ist ja, dass Sie sagen, im Beruflichen manifestiert sich das nicht, im Gesellschaftlichen manifestiert sich das ja sehr wohl. Na, also da haben wir ja genau den umgekehrten Trend. Also Menschen, die aus Lehrerhaushalten kommen, werden gerne Lehrer und heiraten gerne Lehrerinnen. Arzthaushalte, also genau dasselbe. Wir haben in der Frage, wie suche ich meine Partner, wie suche ich meine Freunde, eine ganz deutliche Abschließung der Milieus, viel deutlicher als in den Jahrzehnten zuvor. Ja. Ausgerechnet beim Unternehmertum nicht, Herr Hüther, warum nicht? Ja, ich kenne jetzt diese Studie von St. Gallen. Ich meine, das Problem ist, das sind ja alles anekdotische Befunde, die wir haben. Ich habe das auch mit Genuss gelesen. Das sind ja zum Teil auch, wo man denkt, ja, du möchtest auch kein Kind reicher Eltern gewesen sein, wenn man diese Anekdoten da liest und die Verkrampelungen. Die leiden alle sehr darunter. Also viele sind wären eher befreit. Ja, ich will nur sagen, ich kenne halt auch viele andere, wo es halt wirklich super funktioniert, die das unheimlich verantwortlich organisieren und die das, was in der Gesellschaft ja so wichtig ist, ich meine, die Gesellschaft über ihre Politik richtet 3-Generationen-Häuser ein, damit die da alle wieder zusammenwohnen. Ja? Auf der einen Seite machen wir 3-Generationen-Häuser und auf der anderen Seite gibt es einfach einen Konflikt mit diesem anderen Prinzip. Und ich kann immer nur sagen, man muss hier, und das finde ich auch das Wichtige an dem Buch, will das nochmal sagen, dass wir eine Debatte darüber führen. Wir führen sie nicht, das hat auch damit zu tun, dass das so, jeder will nicht wirklich sagen, ob er geerbt hat. Klar, das ist sehr individuell, da ist das, was die Eltern gemacht haben, wie auch immer, das irgendwo reflektiert sich das. Das mischt sich dann mit dem, was man selbst macht oder vielleicht auch nicht und die einen haben es nicht. Also insofern ist es kein öffentlicher Diskussionsgegenstand. Das glaube ich, ist sehr realistisch beschrieben, wie Sie da gerade in dem Einstieg des Buches, wo Sie feststellen, im Bekanntenkreis, keiner redet eigentlich drüber, aber es gibt die irgendwie, es verändert sich die Lebenssituation. Aber am Ende
es gibt dafür kein wissenschaftliches Kriterium und wir müssen abwägen. Und welche, ich kann da nur fragen, welche Gefährdungen gibt es? Es gibt eine Reihe von Fällen der Tat, wo dann über andere Lösungen, über Stiftungsmodelle, natürlich in der Vergangenheit auch mit der Erbschaftssteuer umgegangen wurde. Das ist sicherlich richtig. Aber was bringt ein Steuergesetzgeber zum Ausdruck? Und da würde ich ein bisschen widersprechen, das Verfassungsgericht hat nicht das Prinzip, das der Gesetzgeber mit der Reform 2009 gewählt hat, in Frage gestellt, sondern hat im Grunde gesagt, der Gesetzgeber hat überschossen. Er hat, genau, mit den, er hat gesagt, wenn eine 20 Regelung Mitarbeiter hat, von der 99% ja, nicht betroffen sind, dann ist es keine Regelung mehr, exakt, so, sondern dann, eine Nichtregelung. Dann kann man auch sagen, wir können wie in Österreich die Steuer abschaffen. Dann ist sozusagen, hat die keinen gehaltvollen Anspruch mehr. Das war die Frage der Wirksamkeit oder Effektivität. Da will ich auch, dem Punkt würde ich ihm auch folgen. Nur die Frage ist, wie organisieren wir es dann? Und im Grunde versucht jetzt der Gesetzgeber, das ist ja immer, wenn man einmal so einen komplizierten Pfad eingeschlagen hat, sind jetzt 3 Beschäftigte richtig oder 5? Und dann kann man, wir haben auch alle möglichen Rechnungen gemacht, wie viel sind dann betroffen und was heißt das für Variationen, wenn die Lohnsumme 250% oder 400% nach so und so vielen Jahren haben muss. Aber die Grundidee hat das Verfassungsgericht nicht in Zweifel gezogen. Wir müssen die Frage, wie man es umsetzt. Und das finde ich so wichtig, der Gesetzgeber, oder auch etwas zum Ausdruck. Gesellschaftliche Debatten bringen sich am Ende, äußern sich im Gesetz. Das ist sozusagen das Programm, das eine Gesellschaft sich gibt, den Rahmen, den sie haben will. Und offenkundig gibt es einen relativ breiten Konsens, dass man sagt, wir wollen dieses, was den deutschen Standort ausmacht, Familienunternehmen, dadurch zumindest nicht gefährden. Wir wollen auch die Arbeitsplätze, die darin sind, nicht gefährden. Und das, wie Sie sagen, das ist ja das andere Erstaunliche ist, dass diese Position, ob ich jetzt mal von in Ihrem Kollegenkreis, finde ich Journalisten, die sonst immer eher für alle Verteilungsinstrumente sind, Kollegen bei der Zeit, der Schirr, der Schreibt, erst dann, aber auch dafür, die Ausnahmen hier so zu lassen. Also, ja, finde ich auch komisch. Das geht manchmal genauso querbeet wie bei uns. Also vielleicht sehen Sie das auch so, weil mich hat jetzt die Debatte um diesen Schäuble-Entwurf, der ja darauf hinauslaufen würde, dass 1,5% der Familienunternehmen überhaupt von der Steuer betroffen werden. Und wenn man das CETA und Mordio sich anhört, was da von den Familienunternehmern in die Öffentlichkeit gespielt wird, denkt man, Schäuble will den Sozialismus einführen. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr schiefe Debatte und das wird auch, das haben Sie auch ja, zu Recht gesagt, auch von Journalisten schief kommuniziert. Und jetzt in dieser Diskussion um die Besteuerung von Familienunternehmern stand in jeder Regionalzeitung von jedem Familienunternehmen, wenn das kommt, dann geht das hier alles den Bach unter, dann ist German Mittelstand, ist dann Geschichte. Und dass da so wenige sagen, das stimmt einfach nicht. Wenn der Schäuble-Entwurf so umgesetzt wird, werden 1,5% der Erben von Familienunternehmen überhaupt besteuert. Das finde ich schon schräg. Ich würde gerne vielleicht im zweiten Teil unserer Podiumsrunde, bevor wir dann das Publikum sehr gerne mit einbeziehen wollen, die Frage stellen, mit der hier in dieser Broschüre ja begründet wird, warum man der Auffassung ist, wir brauchen eine andere Erbschaftssteuer. In dieser Broschüre wird festgestellt, der Finanzierungsbedarf einer solidarischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die den Generationenvertrag in vielen verschiedenen Politikbereichen ernst nimmt und lebt. Und das geht eben von Breitband auf dem Land bis zu einem Pflegevertrag, einem Pflegegenerationenvertrag. Jedenfalls wird unter dem Strich festgestellt, wir brauchen dafür Geld. Und dieses Geld wird vorgeschlagen, nehmt doch von der Erbschaftssteuer. Wir haben die Zahlen ja eben schon genannt. 5 Milliarden im Jahr kommen ungefähr zusammen. Das entspricht einer Besteuerung von ungefähr 2% der Erbschaften. In diesem Buch, in dieser Broschüre wird eben festgestellt, wir haben einen immensen Nachfinanzierungsbedarf. Herr Hüther, würden Sie sagen, das ist fair und ist ein guter Deal, wenn man sagt, wir haben eine Schieflage oder wir nehmen eine Schieflage an bei der Besteuerung von Erbschaften und Vermögen, haben auf der anderen Seite einen Finanzierungsbedarf für Politikbereiche, die vergleichsweise unbestritten sind, und wir nehmen das eine fürs andere und sorgen dann eben zumindest auch mal dafür, dass wir aus der Erbschaftssteuer mehr Geld haben wollen. Das Schäuble-Modell wurde ja zurückgerechnet. Ja. Und der hat gesagt, auf keinen Fall will ich mehr Steuern einnehmen. Ja, er und hat dann von bekommen. Den 5 Milliarden gerechnet. Das ist der entscheidende Punkt. Genau, es ist ja keine Bundessteuer und deswegen ist die auch furchtbar ungeeignet für genau das Ziel. Weil das ist eine Ländersteuer und sie kommt wesentlich in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen auf, ein bisschen noch in Niedersachsen, in den ganzen neuen Ländern nicht. Reflektiert einfach, Sie haben es eingangs gesagt, wir haben hier andere Vermögensaufbausituationen nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, was das Privateigentum angeht, was Immobilieneinkommen und so weiter. Insofern ist die Erbschaftssteuer in dieser Verfasstheit überhaupt nicht in der Lage, auch wenn man da Mittel hat, da müsste man wieder mit einem riesen Umverteilungstopf in dem Finanzausgleich das so verteilen, dass der Bund das insgesamt wieder für die Infrastruktur bereitstellen kann. Wir stellen eher fest, wir haben das Geld dann dort, mal abgesehen von Nordrhein-Westfalen, wo es
keine Probleme, also wo der Haushalt in einer guten Verfassung ist, das gilt für Bayern und Baden-Württemberg. Wenn man sich die Finanzierungsbedarfe anschaut, haben wir auch gemacht, wir kommen auf 12 Milliarden für 10 Jahre, 4 Milliarden im Bereich der Energieinfrastruktur, 4 Milliarden Digitales, 4 Milliarden Verkehr. Dann habe ich überhaupt gar keine Probleme, sagen wir machen jedes Jahr 10 Milliarden dafür Kreditaufnahme, weil das sind Investitionen. Also ich meine, ich muss ja als Ökonom jetzt aber auch nicht alle... Aber warum jetzt nicht von der Erbschaft, also warum nicht bei den Erbschaften? Ja, also für mich sind die Kosten einfach, also erstens mal ist eine, die Finanzierungslogik ergibt sich aus der Logik der Aufgaben, die erfüllt werden. Wenn es Aufgaben sind, an der mehrere Generationen künftig beteiligt sind, dann ist es auch völlig richtig, sowohl von der Allokationsseite wie von der Distributionsseite, dass die künftigen Generationen durch Tilgungszinszahlungen an dieser Finanzierung beteiligen. Das war immer die Idee des alten § 115 im Grundgesetz, Artikel 115, die Investitionen als Grenze der Verschuldung zu nehmen. Okay, dann sagen wir jetzt, nehmen wir deswegen, was ganz anderes, nicht das, was hier drin steht, sondern wir sagen, wir brauchen für ein atomares Endlager. Das haben alle Generationen, wir und die Generationen vor uns angerichtet, damit haben die Generationen nach uns nichts zu tun. Würden Sie sagen, das wäre richtig, dann nehmen wir es doch von den Erbschaften? Wenn wir das besonders, wir haben sie in Baden-Württemberg, wir haben, ja, das würde passen, weil die Atomkraftwerke haben wir vor allen Dingen im Süden der Republik, also da passt das dann. Aber ich bin an dem Punkt, wenn man fragt, was ist das Miteinander der Generation, finde ich, das Einzige, was ich da gefunden habe aus der Philosophie, ist das Sparprinzip von John Rawls. Und der John Rawls hat gesagt, im Grunde muss sich jede Generation so gestellt fühlen, dass sie mit Blick auf das, was die vorherige ihr hinterlässt, das als genauso fair empfindet, wie das, was sie der Nächsten hinterlässt. Aber jede Generation sagen, stilisiert, als wäre sie sozusagen gleichgestellt alle anderen. Also in diesem Umgang ein Sparprinzip, ja. Wir haben Vorsorge für die Nächste zu treiben, weil wir haben auch ein bisschen was von den anderen gekriegt. Er hat gesagt, sozusagen, wir müssen die Beschwerden über die frühere Generation austarieren mit den Ansprüchen der künftigen Generation. Das müssen wir über eine kluge Investitionspolitik tun und da müssen wir auch gucken, welche Schäden sind da und was muss nach vorne hin bewegt werden. Aber da können Sie auch mal was ganz anderes sagen. Die Generation, die jetzt gerade dieses Vermögen aufgebaut hat, die hat von ihrer Vorgängergeneration ein zerstörtes Land übernommen. Also wenn Sie das mal, das Miteinander der Generationen mal so betrachten, wir schwingen uns... Für mich, für Frau Friedrichs gilt das nicht. Bitte? Das gilt auch für die, die jetzt vielfach vererben, ja nicht mehr. Also langsam sind die wirklich das Land wieder aufgebaut haben, in den Nachkriegsjahren schon erwachsen waren. Die Langlebigkeit von deutschen Unternehmen. Die jetzt die Erbengeneration sind, das sind ja die, die in den Nachkriegsjahren geboren sind. Und die Erbengeneration, ja, ich meine die Generation, die jetzt vererben. Ich meine auch die Vererbergeneration, das sind ja auch die, die in den Nachkriegsjahren geboren sind und die eigentlich eine verdammt gute Zeit der Bundesrepublik mitbekommen haben, die in den 70er, 80er Jahren erwerbstätig waren, als die Löhne gut waren. Wenn wir einfach die Dauer diskontieren, die eine Erbschaftssteuerreform brauchen würde, dann wären wir ungefähr bei der Generation, die Sie jetzt beschreiben, was die Erblasser betrifft. Naja, die sind jetzt 70, die nach dem 47 geboren sind jetzt 68, also... Genau. Also, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das vergleichsweise zähe Generationen sind und dass wir mit dem Erbfall auch gerne noch ein bisschen warten wollen. Darf ich einen gerade ergänzen an der Stelle, weil gerade diese Langlebigkeit angesprochen ist. In dieser sehr schönen Buch ist eine Studie von dem Kollegen Klee, der in Freiburg tätig ist, Gerontologe. Mit der Pflege beschäftigt. Ja, aber er zitiert eine, wie ich finde, an dieser Stelle ganz interessante Studie, die der Kollege Kruse, Gerontologe in Heidelberg, gemacht hat, die Hochaltrigen-Studie. Er hat nämlich versucht herauszufinden, hat 485-Jährige bis 99-Jährige befragt mit seinen Kollegen, was ist den Menschen wichtig? Also wenn sie im vierten Lebensalter sind, dann haben sie eigentlich nichts mehr zu regeln. Ne? Eigentlich gar nichts. Das ist alles schon da. Was ist den Menschen dann wichtig? Und es kommen zwei Dinge raus. Das eine ist, sie wollen sich selbst steuern. Das heißt, sie wollen selbst die Entscheidung treffen, selbst in Situationen von Verletzlichkeit, von Gebrechlichkeit, von Krankheitserscheinungen, mit denen wir heute vielfach umzugehen haben. Und das Zweite ist, sie wollen in der Gesellschaft mittun. Und das bestätigt, was Sie vorhin sagen, die würden auch jetzt nicht, wenn die Erbschaftssteuer im persönlichen Bereich vielleicht mit 5% flat zuschlagen würde, deswegen das Geld vorher verprassen, weil sie auch weitergehen, weil sie der Mensch, wenn er in diese Lebensphase kommt, diese Gesamtverantwortung aus seiner Lebenssicht mitbringt. Da bin ich deswegen auch relativ zuversichtlich, das muss man nicht übertreiben. Was er aber wahrscheinlich auch sehen würde, und deswegen ist die Debatte so, dass man sagt, naja, aber wenn unser Wirtschaftssystem so ist, wie es ist,
Und wir haben diese hohe Bedeutung der Familienunternehmen. Es gibt in keinem anderen europäischen Land den Anteil von Familienunternehmen, die 200 Jahre alt sind. Und die sind nicht auf dem Markt, weil sie subventioniert wurden, sondern weil sie immer wieder sich neu erfunden haben und weil sie das auch weitergeben konnten. Das gilt nicht für alle, es gibt all diese Nebenbewegungen. Dann passt das in dieses Korsett zu sagen, das gehört auch zur Verantwortung, die jetzt nicht übermäßig zu besteuern. Aber dann wäre mein Argument, die Freibeträge im persönlichen Bereich deutlich zu reduzieren mit einem Flatrate. Und wenn man das macht, dann ist auch die 10-Jahres-Frist nicht mehr das große Thema. Wenn Sie den Freibetrag auf 50.000, auf 100.000 senken und sagen, sind die Steuersätze eher überschaubar, 5 oder 6 oder 7% oder 10, ja, dann ist das in der Regel, würde ich mal sagen, darstellbar. Gut, wunderbar. Da kommen Sie in ein anderes Gewicht der Steuer, das meine ich damit. Ja. Vielen Dank. Wir würden jetzt, Frau Schulte-Waster, Herr Glück, wenn Sie vielleicht mal ein Mikrofon nehmen würden oder genau. Dann können wir mal ins Publikum schauen und gucken. Will jemand mitreden? Ja. Wenn Sie vielleicht immer ganz kurz sagen, wer Sie sind, dann können wir Ihnen auch persönlich antworten. Mein Name ist Anka Vollmann und es sind für mich zwei Aspekte noch gar nicht berücksichtigt worden. Das eine ist das Thema, wie ist eigentlich unsere grundsätzliche Haltung, wie sind unsere Werte? Wie verstehen wir, was verstehen wir unter Gesellschaft, was verstehen wir unter Gemeinwohl? Was soll mein Beitrag zum Gemeinwohl sein? Und da denke ich, es ist kein Verständnis von Gemeinwohl, wenn wenige Leute darüber zu bestimmen haben, was mit Geld dann letztendlich passiert. Das Zweite ist, es hat mal jemand gesagt, Gold ist geronnene Angst. Und da, wenn man sich das überlegt, dass Geld einfach ein Ausdruck von Angst ist und viel Geld ein Ausdruck von viel Angst, was wird da erstens vererbt? Und es spricht auch das an, was Sie am Anfang sagten, nämlich nirgendwo sind die Mauern so hoch und so viel Stacheldraht obendrauf wie in den Ländern, wo die Unterschiede sehr groß sind. Frau Vollmann, vielen Dank. Ja, Frau Friedrich, wollen Sie anfangen? Fangen wir mal an und vielleicht mit der zweiten Frage, weil mich das doch überrascht. Gold ist geronnene Angst, Geld ist geronnene Angst. Geld ist ja zunächst mal einfach neutral, also so würde ich das sagen. Würden Sie das teilen? Das kommt ja auch in Ihrem Buch so gelegentlich, ja. dass so dieses sich belastet fühlen von Geld. Das kam tatsächlich während der Recherche viel häufiger vor, als ich das vorher vermutet hatte. Ich als naive Kaumerbin habe mir gedacht, so ein Geld, was man erbt, das macht einen potenziell frei. Das war mein Bild, weil ich dachte, dass das entlastet einen, das schafft mehr Möglichkeiten, das schafft mehr Chancen, das schafft mehr Perspektiven und das ist was man erstmal beneidet, das will man auch haben. Man denkt, wow, wenn man jetzt so eine 500.000 hätte oder 1 Million, wie viel freier könnte man dann agieren? Ich glaube, dass ich für das Buch tendenziell eher unglückliche Erben getroffen habe. Ich hoffe es zumindest, dass nicht alle, so sind. Aber bei den Erben, die ich getroffen habe, war das für mich in den Gesprächen erstaunlich, dass genau das Gegenteilige beschrieben haben, dass sie dieses Geld eben nicht frei machte, sondern dass sie sich gelähmt fühlten, dass sie sich teilweise von den Erwartungen der Vorgängergeneration sehr eingeengt fühlten, dass sie eben, also ein Mittelschichtserbe hat das Erbe seiner Eltern als Netz beschrieben, was ihn hält. Ich glaube, das ist der Idealfall, aber in vielen Geschichten hatte ich den Eindruck, das ist eher eine Fessel, was einen davon abhält. Darüber nachzudenken, was ist mein Platz im Leben, was will ich, wer bin ich überhaupt, wo geht es hin. Ich weiß, dass wir da ganz schnell mit dem Reflex sind, zu sagen, deren Sorgen möchte ich haben. Aber ich glaube, dass das Themen sind, mit denen wir uns in einer Erbengesellschaft auseinandersetzen müssen. In den USA ist das eine ganz große Debatte. Da wird unter Reichen sehr viel diskutiert. Was macht das Geld mit meinem Kind?
ja, ist es zu viel Geld, dass das Kind quasi sagt, ach komm, was soll ich noch machen, ich ruhe mich drauf aus, oder dass es sagt, was soll ich noch beitragen, ich kann ja im Vergleich eh nur eine Enttäuschung sein, oder ist das Geld Triebfeder, das ist was nicht erforscht ist leider und was ich glaube, was man erforschen könnte. Und dieses, es ist irgendwie da auch viel Furcht drin, es zu versemmeln, es zu verbraten, das habe ich in ganz vielen Gesprächen gemerkt. Ja, und warum gemerkt. Gibt man das nicht einfach weg? Also wir haben ja in den USA, gerade auch in den USA, ja, wir haben doch diese Diskussion über effektiven Altruismus, ne? Also wo man sagt, irgendwie diejenigen, die Geld haben, die sollen ruhig einfach einen dicken Batzen davon loswerden, das macht die auch frei. Sie tun was Gutes, leitet auch ein bisschen zu Frau Vollmanns erster Frage nach dem, was ist mein Beitrag, was ist mein Beitrag zum Gemeinwohl? Ja, haut's doch raus, wenn er drunter leidet. Und aber auch da gehen einfach Gesellschaften aus ihrer Prägung anders miteinander um. Ich meine, es gibt eine wunderschöne Kieler Studie von, ich glaube, in den frühen 80er Jahren, Philanthropie und Steuerpolitik. Und da stellt man gegenüber die Mentalität der Amerikaner zu den Kontinentaleuropäern und sagen, in Amerika wird auch in ganz anderem Maße, das hat sich jetzt bei uns ein bisschen geändert, einfach das Geld in dem Sinne philanthropisch in Stiftungen auch weitergegeben. Also da wird viel der Aufgaben dadurch organisiert. Bei uns wird immer das Schwang in Ihrer Frage auch so mit, es ist alles erst dann gut, wenn wir es über den Steuerstaat organisiert haben. Das leuchtet mir per se nicht ein. Und ich meine, selbst wenn wir, und das habe ich auch in dem Buch nicht entnommen, die Erbschaftssteuer verschärfen, und da habe ich ein paar Dinge gesagt, die ich mir auch vorstellen kann, bleibt am Ende trotzdem was übrig. Sie vererben ja auch dann noch. Sie werden ja nicht 100% besteuern wollen. Sie werden vielleicht im 20% oder ich würde sagen 10, aber ist ja egal, aber mehr als jetzt besteuern wollen. Es bleibt was übrig. Aber das ist doch auch, und da müssen wir auch aufpassen, welche Geschichten wir im Generationen miteinander dann erzählen, wenn wir das nicht zutrauen, dass wir das handeln können. Ich werde doch nicht deswegen unmündig, nur weil ich Geld kriege. Ich werde vielleicht dadurch unmündig, dass ich nicht gut erzogen wurde, dass mir nicht die Möglichkeiten gegeben wurde, in eine Schule, wo ich hätte hingehen können, zu gehen, weil es nicht von dem Sozialverhalten nicht gewünscht war, was den Eltern wichtig war und Ähnliches. Und ich kann das dann aus der eigenen Familiengeschichte mal bebildern, dass das Nichterben auch bei beiden Seiten zu Schmerzen führt. Meine Mutter ist vor 50 Jahren aus der damaligen DDR geflohen. Als meine Großeltern gestorben sind in den 70er Jahren und sie hatten ein Fachwerkhaus im Harz, das war das Familienhaus, das war auch eine Art Mehrgenerationenhaus, da haben meine Urgroßeltern mit drin gewohnt. Und es war völlig klar, das wussten die auch, wenn sie sterben, werden sie, sie haben zwei Töchter gehabt, die eine war, weil sie viel jünger war, drüben geblieben, meine Mutter musste auch wegen politischer Dinge fliehen. Sie werden ihrer Tochter, die in den Westen geflohen ist, nie etwas mitgeben können. Natürlich ist sie zurechtgekommen. Das ist nicht das Thema. Also nicht erben kann auch, das zeigt auch, das schmerzt in der Familie auch, wenn sie durch einen dann extremen Eingriff, ne, denn es ist so, wenn sie damals als Westbürger einen Erbanspruch in der DDR hatten, durch das Ableben der Eltern oder wer auch immer eines Verwandten, dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie auf das Erbe verzichtet, dann ist es automatisch an die dann in das die Tante, also die Schwester meiner Mutter, und so hat meine Mutter das auch gemacht, musste zweimal auf das Erbe verzichten, einmal bei der eigenen Großmutter und bei den beiden Eltern, ist es an ihre Schwester gegangen. Ansonsten wäre dieses Geld treuhänderisch an den Staat der DDR gegangen. Und da war völlig klar, dass das für meine Mutter undenkbar war und für unsere ganze Familie. Ich will nur einfach mal sagen, diese Sprüche immer, Erben an sich macht erstmal verantwortungslos, erstmal ist es Familienbindung, es ist das Miteinander der Generationen. Und wir lösen doch nicht die Gesellschaft dadurch auf, dass wir erben. Es gibt viele Transfers, In-Kind-Transfers, andere Transfers, die zwischen den Generationen stattfinden, wo wir das mitgeben, wo wir es auch gemeinsam tun. Deswegen fand ich diese Dinge auch zwar unterhaltsam, aber am wenigsten überzeugend in Ihrem Buch. Ich habe mit den Leuten wirklich keine Sympathie gehabt. Dieses Leiden dann, mir wird da was, ja, dann haben sie es irgendwie auch im Charakter nicht hingekriegt, sich selbstständig aufzustellen. Das hat mit dem Geld nichts zu tun. Aber sondern es sind halt die haben ansonsten auch schon keinen wetterfesten Charakter. Es sind Charakter halt keine singulären Einzelfälle. Wenn wir uns anschauen, wie deutsche Erben reagieren, würde man ja sagen, also es ist ja immer das, dass man sagt, dieses Weggeben, das entspricht nicht unserer Kultur, aber Steuern zahlen sie halt eben auch nicht. Und da ist halt die Empörung groß, wenn Erbschaften besteuert werden. Also aber warum entspricht dieses Weggeben? Also wenn ich sagen würde, es gibt welche, die sind dankbar, die freuen sich, die haben das Gefühl, dass sie Freiheit gewinnen, wenn sie von ihren Eltern, ihren Großeltern, von wem auch immer etwas bekommen. Und es gibt welche, die leiden darunter. Sind die, also der Verdacht ist doch so ein bisschen, die Leute, die unterm Erben leiden, die leiden auch unterm Wetter, die leiden auch... ich will das jetzt, es soll nicht so banal sein, aber ich meine, es gibt eben einfach Menschen, die sind per se möglicherweise ein bisschen
leiden eben an den Umständen eher als andere, und es gibt eben welche, die können die Umstände, so wie sie kommen, irgendwie zu ihrem Gunsten nicht nutzen, aber interpretieren. Über Probleme. Nein, das meine ich nicht. Ich will das nicht banalisieren, ja. Aber es gibt ja eben, man hat ja auch viel Glücksforschung, und in der Glücksforschung sieht man ja, dass Menschen sich ihr Leben lang auf einem bestimmten Zufriedenheitsniveau bewegen. Und das wird komischerweise durch Erben weder nach oben noch nach unten verschoben. Das wird zweimal im Leben verschoben. Einmal im Jahr vor der Hochzeit, also nicht nach der Hochzeit, sondern vor der Hochzeit, sind Menschen signifikant glücklicher, und bei Frauen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Das, und dann aber auch dauerhaft. Also alle, die Angst haben, dass ihre Kinder ausziehen, machen sich keine Sorgen. Sie werden hinterher dauerhaft besser leben. Aber ansonsten bleibt man eben auf dem Zufriedenheitsniveau oder dem Unzufriedenheitsniveau. Und vielleicht, also ich meine, Sie sagen ja selber, Sie erzählen Geschichten und Sie haben da keine statistische Evidenz. Aber wenn man sagen würde, die Leute, die gerne über ihr Unglück reden, haben sich Ihnen mitgeteilt, und das sind vielleicht auch Leute, die mit 20, mit 25, mit 30, mit 40 und mit 70 gar nicht signifikant zufriedener oder unzufriedener sind, unabhängig davon, ob sie Geld bekommen haben oder nicht. Würden Sie da mitgehen oder sagen Sie, nee, ist was anderes? Nee, ich würde das nicht so abtun wollen, weil die Figur des trägen Erben, der an seinem Leben scheitert, ist eine Figur, die sich literarisch die zieht sich halt durch. Also ich glaube, dieses Problem, dass man sagt, wenn man viel Geld bekommt, jung, oder man weiß, man wird sehr viel Geld bekommen, die Frage, die ja auch in den Gesprächen mit mir zum Beispiel Götz Werner, der Gründer von DM, aufwirft, wie finden meine Kinder heraus, was ihr Platz im Leben ist, was sie wollen, was ihre Triebfedern sind, dass die dadurch erschwert werden kann, wenn von hinten so ein riesen Batzen Vermögen, Erwartungen, vielleicht noch ein Unternehmen ist, wo ganz klar dir immer, während du aufwächst, gesagt wirst, da gehörst du hin, das ist dein Platz. Das zieht sich ja bis in die Partnerwahl. Viele Erben haben mir erzählt, wenn sie da eine Freundin anschleppen, dann sagen die Eltern, so aber nicht, nur mit Ehevertrag. Also es ist ja einfach, man wächst ja in diesem Erwartungskorsett auf, und dass da viele Menschen, dass das unglücklich machen kann und auch unfrei, und dass da vielleicht der Mensch glücklicher wäre, wenn er die Regie seines Lebens selbst in der Hand hat, das war was, was ich mir in den Gesprächen sehr plausibel schien. Interessante Frage, die wir noch... Es gibt halt zu der Frage sehr wenig Forschung. Aber vielleicht darf ich einen Satz noch sagen. Ich glaube, Sie haben da wirklich, also zielsicher auch ein Bias in der Auswahl der Gesprächspartner. Ich kann mir sagen, aus meinem Lebensumfeld, ich habe noch nie jemanden gesehen, und da sind auch Personen dabei, wo Unternehmen dahinter stehen, die in großen Unternehmen sind, die das mal beiläufig sind, die sind deswegen nicht schräger oder anders. Das gibt es, das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass es wirklich so dominierend ist. Problem ist, wenn wir es generell einfach nicht diskutieren. Das glaube ich schon, ne? Das habe ich eingangs gesagt. Frau Schulte-Basta, würden Sie nochmal, genau. Danke. Sebastian Schäfer, Frau Friedrichs, meine Frage an Sie ist, wie viel ist denn viel? Weil für mich sind die Anekdoten, die Sie erzählen, eben Anekdoten. Und Götz Werner, das ist viel, das ist eine Milliarde oder so. Also wo beginnt ein großes Erbe? Ist es das Häuschen der Großmutter im Grünen? Ist es eine Million in einem Aktiendepot? Oder ist es ein Konzern? Wollen wir vielleicht zwei Fragen sammeln oder so? Dann können wir das... Sie kriegen noch ein Mikrofon. Moment, bitte. Danke. Ein Problem ist hier bisher nicht richtig diskutiert worden. Meine Frau und ich, wir haben 5 Kinder, haben 7 Enkelkinder, ein Urenkel schon, wir können nichts vererben. Jetzt ist die Frage, wenn wir an die Zukunft denken, die Arbeitslosigkeit ist jetzt relativ niedrig, die wird steigen. Davon gehen wir mal auf. Auch die Frage der Versicherung, der AOK, Krankenversicherung, auch dort werden Leistungen für den Durchschnittsbürger eingeschränkt. Ihre Bekanntschaft ist nicht repräsentativ, würde ich mal behaupten. Das heißt, wenn wir denken, die Gesellschaft in 3, 4, 5 Jahren wird sich so verändern, dass eine Vielzahl von Leistungen, die jetzt erbracht werden von der Gesellschaft, nicht mehr erbracht werden können. Ihre Frage ist? Die Frage ist dann nicht im Sinne, wenn wir als Leitbild Gerechtigkeit annehmen,
notwendig, die, die leistungsloses Einkommen bekommen, dass die größer besteuert werden. Vielen Dank. Ja, Frau Friedrich, dann fangen wir doch an. Sie sind angesprochen einmal, was ist viel, wie viel ist viel? Es gibt da mit denen, die ich gesprochen habe, unterschiedliche Einschätzungen, die sich aber alle irgendwo zwischen 500.000 und 2 Millionen bewegen. Also dass man sagt, eine Erbschaft, also deshalb finde ich diesen Freibetrag gar nicht so verkehrt gewählt. Also 400.000, 300, 400, 500.000, dass man sagt, das ist eine Erbschaft, die wird dem Leben keine dauerhafte Wendung geben. Wenn man kommt aber drauf an, wann man das erbt. Ne? Wenn man fertig studiert hat und genau, dann kriegt man auf einmal 300.000, das kann das Leben schon deutlich verändern. Das kann es verändern, genau. Aber ich finde so diesen Punkt, dass man sagt, irgendwie, also natürlich ist der willkürlich gesetzt, aber das wäre so mein Punkt, dass ich sagen würde, irgendwas zwischen 500.000 und einer Million oder so, dass das die Punkte sind, wo sich dann, das war ja auch bei den Beispielen, die ich getroffen habe, eben bis in die Mittelschicht hinein, das Leben, was Erben führen, von dem Leben, was Nicht-Erben führen, unterscheidet, weil dann nämlich zum Beispiel für Erben es möglich ist, in einer Großstadt Immobilienbesitz zu erwerben. Für Nicht-Erben ist klar, das werden sie aus eigenem Arbeitseinkommen in der Regel nicht mehr leisten können. Das ist ja das, wo eben gesagt wird, dass sich das in meiner Generation, die man jetzt als nächste Erbengeneration entscheidet, da eben auseinander dividiert. Also aber ist das wirklich so? Ich meine, wenn man sich anguckt, die Zinsen im Moment, da kann sich doch eigentlich jeder, der einigermaßen, also ich sag mal jetzt, jeder ihrer Freunde und Sie auch, Akademiker, die ein einigermaßen klares Bild, ja. Ja. Ich sag ja, jetzt reden wir von Akademikern. Also in meinem Umfeld ist es so, dass 2-3-4% Zinsen, ja. Da muss man sich schon, wenn man eine ordentliche berufliche Perspektive hat, wirklich anstrengen, um sich kein Wohneigentum leisten zu können, wenn man es nicht will. Also wenn man nicht bewusst eine Entscheidung trifft, zu sagen, ich will es einfach nicht. Also dann wollen die das vielleicht alle nicht, aber die einzigen, die ich kenne, die Immobilienerworben haben und die auch in den Beispielen, also wenn man von Metropolregionen redet, das waren Leute, wo die Vorgängergeneration einen erheblichen Beitrag dabei gesteuert hat. Und ich habe hier in Berlin zum Beispiel mit zahlreichen Baugruppen geredet, weil ich darüber an meine Beispielfälle bekommen bin, die gesagt haben, alle die Mitte 30-Jährigen, die hier Eigentum mit errichten, das sind Erben. Also das sind durch die Bank erben, weil sie ja einfach hier also in Metropolregionen Preise haben, die halt sehr hoch sind. Jetzt kann man sagen, es muss nicht jeder innerhalb von Berlin Eigentum erwerben, das kann er auch außerhalb tun. Aber was ich eben sagen will, ist, dass wir auf eine Gesellschaft zusteuern, wo die Chancen, sowas zu tun, ganz entschieden danach gemischt werden, bin ich Erbe oder nicht. Und unter anderem auch die Chancen, bestimmte Berufe ergreifen zu wollen. Also es ist ja eben so, dass in vielen Berufen eben die Löhne und Gehälter nicht so sind. Und da kenne ich viele Beispiele, die mit einer Familie sagen, wir sind darauf angewiesen, dass von der Vorgängergeneration finanzielle Transfers kommen permanent. Und das ist eben das, wo ich sage, das kann doch nicht unser Leitbild sein, dass wir Dinge kurieren auf privater Ebene innerhalb der Familien als Transfers und uns nicht Gedanken darüber machen, wie können wir es für alle lösen. Ich will Ihnen nur, und das ist keine anekdotische Evidenz, sondern das sagen die großen Wohnungsbauunternehmen Berlins, die Wohnungen aus dem Bestand verkaufen, die sagen, klar, nicht im Grunewald, aber im Wedding, in Friedrichshain, an den Randbezirken, in Köpenick, in Reinickendorf, in Tegel, in Klado, in Spandau, kaufen im Moment einfache Polizisten und Kindergärtnerinnen, immer die, wenn beide berufstätig sind, die Wohnungen. Das sei der typische Erwerber einer einzelnen Wohnung und eben nicht, also nur einfach, damit wir das... Wahrscheinlich auf den falschen Segmenten umgeguckt. Nein, ich glaube, wenn wir so ein bisschen immer hören, wir reden nur über Akademiker im Augenblick, bei dem augenblicklichen Zinsniveau investieren andere Leute in Wohneigentum. Ob das gut oder schlecht ist, will ich nicht beurteilen, ich sage es nur. Aber das ist ja auch nicht irgendwie eine Kompensation von irgendwelchen Mängeln. Wir haben eine Wohneigentumsquote, die liegt bei 43%. In Großbritannien liegt sie bei über 80, in der
vielen angelsächsischen Ländern auch. Warum ist die bei uns so niedrig? Weil wir einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt haben und weil wir eine relativ solide Finanzierung von Hypotheken vornehmen. Bei uns müssen sie nämlich Eigenkapital mitbringen. Da sollten wir auch alle daran interessiert sein, dass das so bleibt. Und nicht wie in den USA, sie kriegen 120% des Beleihungswerts als Kredit ausgereicht. Das hat uns nämlich in die Krise geführt. Es ist auch gar kein Problem, zur Miete zu wohnen. Wo ist das Problem? Ich meine, es gab einen Wohnungsbaukommissionsbericht 1906. Olaf Siewert war Vorsitzender, war ein Kapitel, der kluge Mann wohnt zur Miete. Weil wenn Sie es genau durchrechnen, ist das nicht. Das ist eine Frage, ob Sie das Sicherheitsgefühl brauchen. Aber die Tatsache, dass wir zur Miete, dass man zur Miete wohnt, ist in Deutschland kein Ausweis für soziale Randbewegung. Aber Herr Hüther, stimmt, ich würde nicht gerne die Frage mit Ihnen, Ihnen vorlegen. Ein Familienvater mit 5 Kindern vererbt automatisch weniger, weil er im Laufe seines Lebens mehr Kosten hat für die Kinder und das Erbe verteilt sich auf 5 Kinder. Ist das fair? Also wenn er ohnehin im Generationenvertrag, was die umlagefinanzierten Systeme angeht, ja viel, viel mehr investiert, dass er am Ende erstens normalerweise etwas weniger Rente bekommt, zweitens weniger hat und drittens weniger vererben kann. Ist das gerecht? Es kommt darauf an, aus welchen Gründen das ist. Ich meine, das kann ich ja nur im Vergleich zu anderen sehen. Sie unterstellen, dass derjenige, der halt mehr vererben kann, dieses aus irgendwelchen nicht akzeptablen Gründen erwirtschaftet hat. Ich unterstelle gar nichts. Ich sage einfach, für mich wird das im Lebensablauf wird's durch die Einkommensteuer geregelt. Also das jährliche Leistungseinkommen wird der Einkommensteuer unterworfen. Und da 50% der Deutschen quasi keine Einkommensteuer zahlen und wir die Situation haben, dass die oberen 50%, 25% tragen der gesamten Einsteuerschuld. Also die trägt eigentlich genau dem Verteilungswunsch Rechnung, den die Gesellschaft hat. Wenn Sie Transfers noch dazu nehmen, gilt das ohnehin. Wenn Sie die In-Kind-Transfers nehmen, die bedürftige Haushalte bekommen, ich kann insgesamt, kann sagen, mehr oder weniger, aber das ist ein Werturteil. Und mein Werturteil ist nicht, dass wir hier eine soziale Ausweitung haben, sondern wir haben eine hohe Sozialleistungsquote von 30%, über 30% des Bruttoinlandsprodukts und wir haben eher noch ausgeweitet. So, die Frage ist, deswegen, mein Punkt war ja vorhin in der Tat, ja, dann greifen wir stärker bei den privaten Erbschaften zu. Das muss nicht 500.000 Euro der Freibetrag sein. Da kann ich mir auch einen etwas anderen Steuersatz oder Tarifstruktur vorstellen. Aber nochmal, es ändert ja nichts daran. Ich kenne keinen Vorschlag für eine Einkommensteuer, der die irgendwie zu 100, dass die Erbschaftssteuer, der die Erbschaft zu 100% wegnimmt. Das heißt, sie versuchen ja immer nur zu mildern. Also der nicht vererben kann, der ist natürlich nicht betroffen. Gegenüber dem, der vererben kann, und da nehme ich jetzt etwas weg, das geht in den Steuertopf und wird in den allgemeinen Haushalt zur Refinanzierung der öffentlichen Leistung führen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber eines ist doch auch klar, hat doch nie einer die Idee gehabt, dass wir dieses so runterfahren können, dass die Probleme, die Sie ansprechen, die ja auch soziostrukturell interessant sind, also ob es eine Perpetuierung von Vorteilspositionen gibt oder ob die nicht noch die nächste Generation dann doch in eine andere Situation kommt und das wieder anders macht, das werden wir durch Steuersystem nie korrigieren können. Wir müssen akzeptieren, dass gerade dann, wenn wir Chancengerechtigkeit wollen und die realisieren am Anfang, werden die Unterschiede größer. Der Philosoph Hermann Lübbe hat auf diesen Teil immer wieder hingewiesen, das wird immer so getan in Deutschland, wenn wir Chancengerechtigkeit gewähren, sind auch die Ergebnisse gleich. Das Gegenteil ist richtig. Wenn wir Chancengerechtigkeit gewähren, heißt das, dass der Einzelne seine individuellen Chancen auch zum Austrag bringt. Die sind aber unterschiedlich. Und dann ist das so. Und dann korrigieren wir das über die Steuer, wir korrigieren es über das Transfersystem und am Ende über die Erbschaftssteuer mit. Vielen Dank, bitteschön. Becker, also ich würde fast sagen, wir können uns so also ein bisschen an den Presseclub orientieren. Ich bin doch ziemlich gefrustet, weil es fast nicht mehr möglich ist, meine Fragen im Kopf zu behalten, weil jetzt wieder eine neue Diskussion losgeht. Ich dachte, wir haben jetzt Frau die Becker, Fragestunde. Bitte. Genau. Wir können wirklich die Fragen stellen. Ja, und, bitte. Ja. Wie ich schon gerade sagte, es war mir fast kaum möglich, eigentlich den Fokus auf das, was vorher gesagt wurde, jetzt zu richten. Das Erste war natürlich, was gerade auch Herr Hüther sagte, ich denke, es geht hier nicht um diese Schere von meiner Oma, ihr kleinen Häuschen und dem Milliardenerbe von einem Großkonzern, sondern ich denke, es geht hier um den, auch da um eine Art Mittelmaß. Und ich möchte 2 Sachen dazu sagen. Natürlich unter dem Aspekt der Gerechtigkeit des Leistungs, nach dem Motto, Leistung muss sich lohnen, ist für mich außer Zweifel, dass man eben halt nicht irgendein Einkommen, was durch keine Arbeit erzeugt worden ist, bevorzugen darf gegenüber etwas, was durch Arbeit erwirtschaftet worden ist. So. Der andere Spontanpunkt, der mit Immobilien dazukommt, Frau Weidenfels, in der Tat, das Problem ist nicht, ob Akademiker oder gut verdienen und niedrige Zinsen. Die Generation der jetzt mit 30-Jährigen bis zu 50-Jährigen hat keine Planungssicherheit mehr. Das ist wahrscheinlich das, was der Mann vorne meinte. Das heißt, sie haben Teilzeitjobs, sie haben befristete Verträge und sie haben so gut wie keine Arbeitsplatzsicherheit mehr. Das heißt, die werden natürlich einen Teufel tun und sich mit Immobilien verschulden.
Der dritte Punkt ist der, wenn Sie von einem Wert von 500.000 Euro ausgehen, das ist das, ich sage mal, normale Einfamilienhaus am Stadtrand von München. Das heißt nicht, dass das ein Erbe dann direkt verscherbelt. Manche haben dann wirklich Probleme, das zu unterhalten. Und last not least, ich kenne tatsächlich Erben der sogenannten mittleren Generation, und zwar persönlich, was ich psychologisch schon vor Jahren schwierig fand, die aufgrund des zu erwartenden Erbes im Prinzip gesagt haben, ich kann mir erlauben, was ich will, ich muss mich ja nicht um meine Zukunft sorgen, denn ich bekomme jetzt schon bestimmte Ausschüttungen aus dem Unternehmen meiner Eltern und ich bin ja abgesichert. Und der letzte Punkt ist natürlich umgekehrt genauso schlimm, vielleicht war das, was der Herr damit andeuten wollte, auch. Wenn jetzt jemand allerdings einen kleineren Betrag von den Eltern erbt und ist durch seine eigene Berufslaufbahn, prekäre Verhältnisse, an einer Mindestrente später dran, dann nimmt ihm der Staat dieses Erbe dann nämlich komischerweise durch die Hintertür nämlich wieder weg. Und insofern kann man nur sagen, sollten die dann alles auf den Putz hauen, wenn sie es erben. Also es ist wirklich ein weites Feld. Aber dass man natürlich hohe Vermögen als Barerbe à la Günther Sachs besteuern sollte, bevor sie sozusagen dann mit dem Argument, wohlgemerkt Herr Hüter, wir wollen keine Steuern zahlen, weil dann die Existenz oder Fortbestand unseres Unternehmens gefährdet sein könnte, dann brauchen Sie A, eine Übergangsfrist mit Garantie, dass dieses Unternehmen weiterführen und eine wirksame Kontrolle, dass die nicht Unternehmensentnahmen machen für ihre private Verwendung. Danke. Ja, das ist ja mit dem Gesetz 2009 auch gemacht worden. Man hat sich festgehalten an der Lohnsumme, wenn man sagt, es geht um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Das ist auch das durchgängige Argument. Nachhaltige Arbeitsplätze entstehen gerade in Familienunternehmen. Also die Arbeitsplätze, die uns allen wichtig sind und die auch gerade nicht, wie hier mehrfach angedeutet wurde, erodieren. Das stimmt einfach nicht. Der Niedriglohnsektor liegt bei jetzt seit 2005 stabil bei diesen 22-23%. Wir haben auch unverändert nur 2% Zeitarbeit, obwohl das Reden der Politik uns nahelegt, als wären mindestens die Hälfte aller erwerbstätigen Zeitarbeitnehmer. Stimmt auch alles nicht. Das Normalarbeitsverhältnis liegt bei 40%, unverändert, also unbefristet Vollzeit sozialversicherungspflichtig. Aber richtig ist ja, man muss fragen, woran orientiert man sich bei diesen Größen? Ich wollte noch mal einen anderen Gedanken benennen. Wir haben in einem anderen Gesetz eine Vermögensgröße, die freigestellt wird, das sogenannte Schonvermögen beim Arbeitslosengeld II. Und das Schonvermögen beim Arbeitslosengeld II ist ja dem Gedanken geschuldet, man will nicht, dass wenn jemand in Not kommt, er so weit in sein Vermögen hineingreift, dass er eine neue Startposition nicht wirklich aufbauen kann. Das beinhaltet sehr viel großzügiger als früher im Bundessozialhilfegesetz das selbstgenutzte Wohneigentum, also Wohnung oder Haus, und entsprechende Barschaften. Und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist relativ großzügig. Man könnte also beispielsweise überlegen, ob man nicht diese Freistellungen dann auch zu einer Orientierung nimmt für beim privaten Übergang des Erbes. Weil man sagt, das hat ja jetzt die gleiche Funktion. Ich gebe das mit, was an anderer Stelle der Gesetzgeber als ein Schonvermögen definiert hat. Und selbst, wie Sie sagen, selbst wenn das Haus in der Nähe von München 500.000 ist und der Erbe Unterhaltungsprobleme hat oder es ist ein Baudenkmal, wo er dann reinstecken muss, das kann ja auch zu enormen Problemen führen. Darauf nimmt ja, und das ist auch dann in einem Familienverbund zu sehen, finde ich auch richtigerweise der Steuergesetzgeber keine Rücksicht. Das ist dann einfach so. Aber dann hätte man eine Orientierung. Da kann man ja mal darüber diskutieren, warum man die nicht zusammenführt, die beiden Gedanken. Dann hätte man allerdings, Frau Friedrich, eine Erbschaftssteuer, die deutlich früher deutlich mehr Leute betreffen würde. Ja, mit einem relativ niedrigen Steuersatz, der dann auch keinen schrecken muss. In der Summe haben sie aber ein höheres Aufkommen. Weil sie einfach dann genau dieses Gerechtigkeitsempfinden stärken, dass sehr, sehr viel mehr einbezogen sind. Vorhin war die Frage, was ist der Gesellschaft wichtig als Verantwortung? Und dann ist auch ein Erbe in der Größe. Das Wohneigentum bleibt außen vor, auch Liquiditätsbestände bleiben außen vor. Das ist ja auch, das kann man ja nochmal abgleichen, willst du nur als Idee mal mit in die Diskussion werfen. Vielleicht, wenn Sie noch den Gedanken von Frau Becker aufgreifen würden, das Thema Sicherheit. Also Herr Hüter hat ja schon gesagt, beruflich eigentlich, die Statistik gibt es nicht her, dass sich junge Akademiker oder auch junge gut ausgebildete Fachkräfte, auch mittelmäßig gut ausgebildete Fachkräfte, jedenfalls im Moment nicht sicher fühlen, weil wir eben eine Arbeitslosigkeit haben, die sehr, sehr niedrig ist. Dennoch ist ja unbestritten, dass das Sicherheitsgefühl in der Generation nicht besonders ausgeprägt ist. Also dieses Bedürfnis, langfristig planen zu können, irgendwie nicht eingelöst wird. Nee, das ist überhaupt nicht ausgeprägt. Und wenn Sie sagen, wie die Aufteilung zwischen Normalarbeitsverhältnis und Nicht-Normalarbeitsverhältnis ist, dann ist die natürlich zwischen den Generationen massiv unterschiedlich. Also am meisten betroffen von prekären Arbeitsverhältnissen sind gerade jüngere Arbeitnehmer. Und
Was ich in den Gesprächen immer interessant fand, war eben die Aussage, die vom DIW viele Kollegen, die sich da damit beschäftigt haben, mir gegenüber gemacht haben, dass sie gesagt haben, wenn wir den jetzt 35-Jährigen nehmen, dann hat er einfach unter den momentanen Gegebenheiten, hat er es schwerer, allein aus Arbeit heraus Vermögen aufzubauen. Das sehen wir in den Zahlen, das sehen wir, das hat natürlich verschiedene Gründe, das hat die private Altersvorsorge spielt damit rein, es spielen sicherlich aber auch die Löhne, die ja jetzt über Jahre zumindest nicht massiv gestiegen sind, mit rein. Jetzt steigen sie langsam ein bisschen, aber gerade im Gering- und Mittelverdienerbereich haben sie das nicht getan. Die niedrigen Zinsen spielen da vielleicht mit rein. Ich weiß nicht, ob Sie das bestreiten würden, aber die haben mir gesagt, wenn wir uns die anschauen, die quasi nur Arbeit haben, null Vermögen, die haben es tatsächlich sehr viel schwerer als in den 70er, 80er Jahren, die Leute das hatten. Und ich finde weiterhin, das muss unser Maßstab sein, dass wir sagen, in einem demokratisch organisierten System muss es doch das sein, wo alle hinstreben, dass man sagt, wir stricken das alles so, dass das im Mittelpunkt steht, dass jeder aus eigener Kraft heraus dieses Ziel erreichen kann. Und da fände ich es zumindest ein absolut gutes Mittel zu sagen, wir belasten Vermögen sehr stark und wir entlasten Arbeit, weil was wir machen, ist eben genau das Gegenteil. Und ich finde das einen falschen Anreiz. Vielen Dank. Würden Sie das unterstreichen, dass es heute schwerer ist, in der jungen Generation Vermögen aufzubauen? Also ich weiß nicht, woher die Daten dazu kommen sollen, denn die Datensätze, die wir haben in der Verteilungsanalyse, beginnen 1985. Dann haben wir den Bruch durch die Wiedervereinigung. Mir leuchtet ehrlich gesagt der empirische Befund zu der Aussage nicht an. Wir haben noch nie eine Generation gehabt, das sehen wir im Augenblick auch, die so viel Chancen der Ausbildung, der Qualifikation national wie international vernetzt hat, wie die jetzige. Aber die bauen ja trotzdem kein Vermögen auf. Sie haben immer noch, dass die allermeisten Menschen in Deutschland kein Vermögen haben. Ja, aber Sie sind sofort dran. Nochmal, wir sind ja vergleichbar. Der Punkt ist ja, in diesen internationalen Vermögensanalysen kommen wir immer im Durchschnitt relativ schlecht weg, weil, das ist der eine Befund, das, was bei anderen Immobilienvermögen ist, weil es keinen funktionierenden Mietwohnungsmarkt gibt, bei uns halt bei Wohnungsbaugesellschaften. Das müssen Sie quasi umrechnen, das ist das Erste, dann kommen Sie schon zu anderen Ergebnissen. Das Zweite ist, wir haben halt durch den hohen Anteil, schauen Sie sich mal, bei uns sind 95% der Gesellschaften Personengesellschaften. Das heißt, da langt ein Teil des Privatvermögens ist an der Stelle, das ist in anderen Gesellschaften, in anderen Ökonomien haben wir überwiegend Kapitalgesellschaften. Sie haben also von daher auch einen anderen Effekt. Also ich sehe überhaupt gar keinen Anlass, jetzt irgendwie Mitleid mit der aktuellen Generation zu haben. Nochmal, wenn ich mir meinen Sohn angucke und seine Generation, und das ist egal, aus welcher Herkunftssituation die kommen an dieser Schule. Es haben noch nie so viele Möglichkeiten bestanden, international tätig zu werden. Ich finde diese Verzagtheit, ehrlich gesagt, ziemlich nervig und auch überhaupt nicht angebracht. Wenn ich so rumlaufe, dann geht es mir jeden Tag auch so schlecht, wenn es mir gut geht. Also es ist eine Haltungsfrage. Frau Becker hat zu Recht gemahnt, das ist gar nicht mehr unser Spiel ist hier im Moment. Ich nehme das schön, ich kann das. Mein Name ist Gerhard Semmler und ich wollte eigentlich mal ein paar Sachen sagen zu dem, was Sie so gerade eben gesagt hatten, junge Frau. Ich meine Frau Friedrich. Ja, ich finde dieses Gejammer über diese Vermögensverteilung, ob nun einer mehr Vermögen hat oder einer weniger Vermögen hat, das finde ich also sowas von furchtbar. Es ist doch eigentlich jeder seines eigenen Glückes Schmied, oder nicht? Also ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin... Oder das so, wie Sie es vielleicht gerne haben wollen, dass jeder jedem irgendwelches Vermögen gibt, das hatten wir in der alten DDR schon mal. Da waren sie alle gleich, da haben wir alle 350 Mark verdient im Monat, der Schichtarbeiter vielleicht sogar noch 300 Mark mehr. Und dann waren wir alle gleich und da hatten wir auch alles dasselbe und alles war schön und easy und gut. Das wollen wir doch nicht etwa wieder zurückhaben. Also ich möchte es nicht haben. Und ich bin 1990 in die Wende mit, kann ich Ihnen sogar ganz genau sagen, mit 5000 Westmark gegangen. Und mir geht es inzwischen bedeutend besser. Und warum geht es mir bedeutend besser? Und meine Kinder müssen sich langsam Gedanken machen, wie sie das mit dem Erbe hinbekommen müssen, weil ich auch was versucht habe zu schaffen und nicht, weil ich immer nur gejammert und gebarmst habe. Und gratulieren wir Ihnen an dieser Stelle zu Ihrem Weg, den Sie genommen haben. Frau Friedrich nimmt die Frage, wollen Sie die DDR wieder haben? Für sich als für das persönliche Abschlussstatement gleich. Und wir haben noch eine Wortmeldung. Johannes Dolderer.
Also ich wollte eigentlich direkt darauf auch antworten. Nee, Sie sollen nicht antworten, Sie sollen am besten fragen. Naja, die beiden sollen antworten. Ich verstehe es schon noch so, dass wir uns beteiligen können im Sinne, dass wir ein Statement geben. Also ich glaube, es geht ja gar nicht darum, eine absolute Gleichheit herzustellen, sondern es geht eher darum, extreme Ungleichheiten in unserer Vermögensungleichheiten in unserer Gesellschaft irgendwie zu reduzieren. Und wollte an der Stelle einfach nochmal in die Diskussion einbringen. Es gab vor ein paar Jahren, weiß nicht, ob Ihnen der Epidemiologe Wilkinson ein Begriff ist, der hat eine riesen Menge an Daten und Studien eben ausgewertet zu also Gesellschaften mit verschiedenen Ungleichheitsgraden verglichen, hat einfach gesehen, je größer der Ungleichheitsgrad ist, desto mehr Alkoholprobleme, desto mehr Gefängnisinsassen, desto geringer das Vertrauen der Gesellschaft, desto geringer die politische Beteiligung und so weiter, kam im Endeffekt einfach dazu, extrem ungleiche Gesellschaften sind einfach ungesunde Gesellschaften, unterm Strich vereinfacht gesagt. Vielen Dank. Und ich glaube, aus dem Aspekt heraus geht es darum, nicht darum, dass wir alle gleich werden, sondern dass wir die extremen Ungleichheiten irgendwo deckeln und extreme Erbschaften widersprechen, aus meiner Sicht, genau diesem Prinzip, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie beide die Frage nach Gleichheit und Ungleichheit, also extrem gleiche Gesellschaften oder eben extrem ungleiche Gesellschaften, die ja, wie auch die OECD sagt, nicht die effektivsten und auch nicht die glücklichsten Gesellschaften sind, also als Schlussantwort für sich. Den Befund teile ich, das ist auch so. Was meine Einschätzung oder meine Erfahrung dazu ist, es macht natürlich auch nicht so wirklich viel Sinn, so ganz extreme Gesellschaftssituationen, also Südamerika zu nehmen, wo öffentliche Güter nicht bereitgestellt werden, wo Sicherheit privat organisiert wird, weil der Staat eigentlich ein Failing State oder das nicht wirklich organisieren kann. Aber nehmen wir mal so einen Raum wie Europa und selbst dort stellen wir fest, das ist das eigentlich Spannende, dass das, was hinnehmbar oder aus der Gesellschaftssicht akzeptable Ungleichheit ist, halt sehr unterschiedlich ist. Also in Deutschland wird das eher betont, Sie haben andere Gesellschaften, wird es weniger betont. Das hat viele weit zurückgehende historische Gründe. Ich will nur einfach darauf hinweisen, es gilt generell ja. Und im Grunde ist es immer ein gesellschaftlicher Annäherungsprozess. Deswegen sind ja auch solche Diskussionen so wichtig. Deshalb habe ich auch gesagt, deswegen ist auch so ein Buch wichtig, dass wir solche Diskussionen führen. Wir werden aber vermutlich, wir haben erstens keine wissenschaftliche Aussage darüber, auch aus dieser Studie nicht, welches Maß der Ungleichverteilung dieser Gesellschaft jetzt wirklich als Problem erscheint, sondern wir wissen, wenn du das nicht regelst, dass es Mobilität gibt und vor allen Dingen, wenn die Mobilität von unten nach oben stockt, also weil die Durchlässigkeit von Bildungs- und Beschäftigungssystem nicht hinreichend da ist, dann haben wir da in der Tat ein nachhaltiges Problem und Gesellschaften nähern sich an. Und die Bundesrepublik Deutschland ist heute, würde ich mal sagen, in besserer Verfasstheit als vor 10 Jahren, wo die Arbeitslosigkeit in registrierten Form über 2 Millionen höher war. Bitte? Ja, ich gehe da, ja, das ist jetzt, wir müssen einfach, schauen Sie, der Punkt ist so. Das ist ja alles auch richtig, was Sie sagen und was Sie wahrnehmen, aber wenn wir so eine generelle Diskussion über Politiksysteme fahren, kann es nie um einzelne anekdotische Befunde gehen. Der Gesetzgeber muss immer die Gesellschaft als Ganzes betrachten und er muss fragen, ob die Entwicklung der Gesellschaft sich in die richtige Richtung bewegt. Ja, da muss man dann auch nochmal zuhören können, wenn man nicht mehr reden kann, dann ist das auch schwierig. Also, mein Angebot ist einfach, sich darüber zu verständigen, was ist das hinnehmbar und was ist es nicht. Und der politische Mechanismus bringt das zum Ausdruck. Ich habe nur die Wahrnehmung, dass die Gesellschaft heute auch sieht, wie wichtig es ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit nicht mehr bei 16,3% liegt, sondern bei deutlich unter 7%. Dass kein Land in Europa eine so niedrige Jugendarbeitslosigkeit hat. Das ist ein erstes Chancenversprechen. Das zweite Chancenversprechen ist eine ordentlich strukturierte Bildung und ein flexibles Bildungssystem, das den verändernden Anforderungen Rechnung trägt, um die Chancen zu mobilisieren. Und natürlich gehört in all dieses auch, nochmal gesagt, eine Erbschaftssteuer hinein, die Extremen schneidet. Da bin ich völlig bei Ihnen. Und da müssen wir gucken, wie können wir das mit der Gefährdung von Arbeitsplätzen, weil das, glaube ich, da würde auch kein einziger Parlamentarier die Hand zu reichen, wie können wir das, dieses Dilemma aushebeln. Das ist die eigentliche Gestaltungsfrage in der Erbschaftssteuer. Frau Friedrich, wie gleich soll eine Gesellschaft sein, dass sie auch zulässt, dass man sich an seiner Unterschiedlichkeit, an seinem Erfolg trotzdem freuen kann und auch an dem Vermögen, das man bildet? Also ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass eine gleiche Gesellschaft
absolut nichts ist, was ich für erstrebenswert halte. Ich finde eher die Frage wichtig, worauf basieren Ungleichheiten? Und da wäre mir doch eine Gesellschaft sehr viel lieber, wo man sagt, Ungleichheiten basieren im Wesentlichen darauf, ob jemand seine Talente entdeckt, gefördert und ausgelebt hat, also ob er selbst irgendwie tätig war. Das ist ja auch im Prinzip das Ideal, was Sie beschreiben. Sie kamen mit 5.000 Mark an und haben was aufgebaut. Das ist ja das, was diesem Ideal entspricht. Es entspricht meinem Ideal weniger, wenn wir sehen, dass diese Ungleichheit sich im Wesentlichen darauf fußt, in welcher Familie man geboren ist. Das, finde ich, ist keine Ungleichheit, die auf Dauer in dem Maße mit einer Demokratie vereinbar ist. Und da würde ich mich, also beim Verfassungsgericht haben 3 Richter in einem ergänzenden Votum gesagt, dass sie die Art der Reichtumskonzentration, wie wir sie in Deutschland haben, für gefährdend halten. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir mehr über diese Vermögensungleichheiten reden und uns nicht immer auf die Einkommensungleichheiten stürzen, was wir ja seltsamerweise tun. Wir regen uns auf, wenn Menschen viel verdienen und dann auch eine hohe Einkommenssteuer zahlen. Da finde ich unser System sehr viel sorgfältiger austariert, als es beim Vermögen ist. Vermögen tragen fast nichts zur Finanzierung unseres Staates bei. Ich finde, das ist in einer Situation, wo wir so große Privatvermögen haben und die einfach jetzt weitergegeben werden in so großem Ausmaß, ein Punkt, den man anpacken muss, weil sonst einfach die Gefahr ist, dass all die anderen, die nicht erben, irgendwann sehr deutlich fragen, ist das hier, was soll das hier? Also nach welchem Prinzip organisieren wir unser System? Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Fragen vorherstellen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren. Vielen Dank Ihnen beiden für die Diskussion. Ich glaube, dass bei aller Uneinigkeit ja doch klar ist, und das scheint mir auch das Wichtigste an solchen Abenden zu sein, dass man sich austauscht über verschiedene Vorstellungen von Gesellschaft, von Gemeinwohl und von Unterschiedlichkeit, die man aushalten kann und die man aushalten will. Und dass man sich aber auch austauscht über Formen von Gleichheit, die man herstellen möchte, und wenn es eben die Gleichheit der Chancen ist, die möglicherweise eine junge Generation braucht, um eben tatsächlich auch individuell ein zufriedenes und gutes Leben leben zu können. Ich darf Sie jetzt alle einladen, noch eine Brezel und einen Drink zu nehmen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für Ihre Mitdiskussion und wünsche Ihnen einen guten Abend, guten Heimweg.